Nach dem Sieg über die Banditen setzt Rin ihren Weg nach Westen fort. Sie und ihre Kameraden beschließen, die Nacht in einer alten Festung zu verbringen. Die Ganelon-Banditen sind in Aufruhr, seit ihre Brüder Lums Schwert kosteten. Voller Zorn jagen sie die Gefährten. Nein, nicht die Gefährten von Tolkien. Und ihr wütender Schritt kommt mit jeder Sekunde näher. Gut, also herzlich willkommen jetzt im nächsten Kapitel von Let's Play... Ich wollte schon wieder Together Pokémon so viel sagen. Ein Let's Play Fire Emblem. Schatten der Besatzung. Ah, genau. Ich glaube, ich weiß, welches Kapitel es ist. Klar, der Bogenschütze rennt vor dem Pferd. Ah, die sollte reichen. Die Schlafstadt fährt diese Nacht. Ist es verschimmelte alte Festung? War denn nichts Besseres zu finden? Komm schon, Will. Das ist doch nur ein böser Jokus, oder? Jokus. Also Papa, den Ausdruck ist einfach viel zu geil. Die Banditen halten die gesamte Umgebung auf Trab. Niemand findet die Zeit, sich Reisen um Weisergänge zu kümmern. Und unsere Zahl ist nicht gerade gering. Es ist schon in Ordnung. Wer möchte schon in ein enges Zimmer gepfercht werden? Ich ziehe einen Ort vor, an dem ich den Wind in meinen Haaren fühle. Oh, wie braucht. So, lange ich an der Seite sein kann, werde ich mich über nichts beschweren. Oh. Entschuldigung, aber... Nein, ich komme auf dieses Wald nicht klar. Und zu eurem Schutz weicht Zane. Euer treuer Krieger nicht von eurer Seite, meine hochverehrten Damen. Zane, wir werden beide Wache halten und abwechselnd wach stehen. Wach bleiben und abwechselnd wach stehen. Ach, was für ein Jammer. Oh, nur eine grüne Schrift. Verzeiht mir, Lady. Sprich da. Ich vergib mein Eindringen. Mein Name ist Natalie. Ich komme aus einem Dorf nicht weit von hier. Ah, oh. Bin ich verletzt? Euer Bein. Sorgt euch nicht, mir geht es gut. Schon seit Kindertagen trage ich diese Schmerzen mit mir. Zwar sind mir weitere Reisen gesagt, doch kümmert mich dies nicht weiter. Das macht ihr so ganz allein. Suche nach meinen Gedanken. Ich höre sie hielt sich auf. Er sagte, er würde Geld beschaffen, um ein Einkorium zu finden. Dann verließ er das Dorf und hat seitdem nicht mehr gesehen. In seiner Brust schlägt ein gutes Herz. Doch fürchte ich, er mag vielleicht in etwas gefährlicher sein. Meine Sorge um ihn wächst stetig. Dies ist ein Bildnis von ihm. Die Ähnlichkeit zu ihm ist nur gering, aber... Sein Name ist Dorcas. Ah, ganz genau, Dorcas. Habt ihr vielleicht von ihm gehört? Es tut mir leid, ich glaube nicht, die Hunde von ihm vernommen zu haben. Ich verstehe. Solltet ihr ihm dennoch begegnen, so überbringt ihm bitte eine Nachricht. Sagt ihm, dass sich Natalie auf die Suche nach ihm begeben hat. Ich sage es ihm. Und dies als mein Versprechen. Ja, auf Dorcas freue ich mich schon. Da sind sie. Endlich haben wir die Bande bestellt, der Migal unterlag. Sie haben beschlossen, sich in dieser verfeinerten Festung zu verschanzen. Ich versuche jetzt wirklich so zu reden, wie der Typ aussieht. Perfekt. Wir werden bis zum Einbruch der Dunkelheit warten und dann... Du bist ein Idiot. Es sind doch nur wenige. Ich habe sogar Frauen unter ihnen gesehen. Wenn wir sie nachts angreifen, würde ich mich zum Gespött machen. Außerdem können die Frauen dabei verletzt werden. Eine derartige Verschwendung kann ich nicht tolerieren. Du hast recht, Karl-Sieger. Du bist so klug. Du siehst wohl auch aus, du hast ja einen Penner. Wir werden Migal rächen. Und dabei holen wir uns noch ein paar hübsche Souvenirs. Wer weiß, vielleicht. Da bin ich doch noch ein richtiger Antwort. Vorwärts. Schwärmt aus und umzingelt das Gemäuer des Schurken. Er spricht sie echt mit Schurken an. Lass uns die Sache beenden, bevor uns die Nacht sie nicht nimmt. Ah. Hey du.
Dein Name war Dorcas, stimmt's? Ja, wer hätte jetzt damit gerechnet? Seit du dich uns angeschlossen hast, hast du noch nichts Großes verbracht. Wenn du deine Waffe nicht zur Zierde mit dir führst, ist heute der rechte Tag zu zeigen, was du damit verbringen kannst. Ich möchte, dass du sie durch den Hintereingang im Osten anhältst. Es sollten sich auch Frauen in der Festung befinden. Deine Aufgabe ist es, sie in Gewahrsam zu nehmen. Schaffst du dies, so erhöhe ich deinen Anteil an der Beute. Wenn du Gold sehen willst, erledige diese Aufgabe. Ein Haufen Frauen. Natalies süßes Herz würde brechen. Könnte sie sehen, wie tief ich gesunken bin. Genau, da ist Dorcas. Wir sehen, Dorcas kleine Sprite ist ein bisschen anders. Das liegt daran, dass er kein Bandit ist, sondern ein Kämpfer. Banditen werden zu Berserkern, beziehungsweise Piraten werden zu Berserkern, die sehen auch ungefähr gleich aus. Eine Ähnlichkeit. Und Kämpfer werden zu Kriegern. Krieger können dann noch, ich glaube auch hier Bogen werden noch zusätzlich führen. Was extrem cool ist und extrem gut, die ziehen extrem viel Damage. Allerdings treffen sie natürlich nicht ganz so gut. Elendes. Vor der Festung lauern Banditen. Was sagt ihr? Was für ein hartnäckiger Haufen, was denkt ihr? Wollen wir hinausgehen und sie in ihre Schranken weisen? Nein, Natalie ist nicht gut zu Fuß. Es wäre zu gefährlich für sie. Lass sie nur kommen, wir kämpfen hier, innerhalb der Mauern. Denis, übernimm das Feld. Die Befehlsgewalt liegt bei dir. Wie immer. Das brauchst du mir nicht extra sagen. Wir müssen nur ausharren, bis sie erschöpft sind und abziehen. Oh. Seid unbesorgt, Natalie. Niemand wird euch Einheit zufügen. Hört mir zu, kämpft mit Bedacht. Ja, bestimmt hat der Feind vorübergehende Zeit zu beschützen. Genau, wir müssen einfach nur 7 Runden durchhalten. Ja, NPC ist jetzt klar, das kennt jeder. Genau, wir müssen sie einfach beschützen, damit sie nicht verrät. Sandy, diese Festung verfügt über 2 Eingänge. Dort müssen wir uns dem Feind entgegenstellen. Ich übernehme das Tor im Osten. Sandy, du und die anderen überwacht das Haupttor. Ja. Also es ist schier unmöglich, alle Gegner zu besiegen. Deswegen werde ich das auch nicht versuchen. Ich werde hier jetzt keine Kinkerlitzchen machen. Ich werde wirklich einfach bloß versuchen, die 7 Runden zu überleben. Ja, das hatte ich sowieso vor, weil dann kommt Dorcas zu mir und dann können wir die von mir ansprechen. Genau. Ich werde ihn erstmal auf der Lanze lassen. Aber wenn es zu eng wird, dann werde ich das auf Notfall nochmal ändern. Und Florina kümmert sich fast so aus der Gegend um mich. Ah, stimmt, doch, was hat er einen Wurf bei, weiß ich. Und okay, 75% Trefferchance, das ist wirklich extremst wenig. Okay, und ich wahrscheinlich würde ihn 60. Ach, die armen kleinen Banditen. Wieder ein Äxtchen. Hm, 4 noch. Ja, ja, und auch das erledigt der strahlende rote Ritter mit Bravour. Da kommen ja noch mehr Banditen. Ja, also so ein Pfeil in der Felswand, das bringt jetzt schon. Der Kämpfer, der mich eben angegriffen hat, erinnert er sich nicht auch an das Bildnis von Nathalie's Ehemann? Ich hab's nicht gesehen. Ja, ab und zu können wir mit den Feinden sprechen. Es gibt immer manchmal auch bestimmte Sachen, mit denen man sie dazu bringt, zu dir überzulaufen. Oft muss halt ein bestimmter Charakter diesen Charakter ansprechen. Reden. Ja, sagt mir, seid ihr Dorcas? Woher kennt ihr meinen Namen? Natalie hat ihn mir verraten. Was habt ihr in diesen Schurken zu schaffen? Ich brauche Geld. Das mag schon sein, aber ein Bündnis mit Banditen?
Es ist die einzige Möglichkeit, in dieser Gegend entgegenzukommen. Ich würde alles tun, selbst dies. Für Geld? Alles? Ihr würdet selbst eure Frau verletzen? Natalie ist hier. Wir beschützen sie in dieser Festung. Was? Natalie ist... Sie ist hier? Sie war in solcher Sorge um euch, dass sie loszog, euch zu suchen. Denkt nach, Dorcas. Würden eure Taten eurer Frau zur Ehre gereichen? Ihr habt recht. Ich verstehe. Ich kann das nicht tun. Diesen Banditen werde ich fertig, hier und jetzt. Tatsächlich? Ja. Für eure Großzügigkeit gegenüber Natalie stehe ich in eurer Schuld. Erlaubt mir, mit euch zu kämpfen. Ja, und da haben wir auch schon unsere nächste Einheit, einen Kämpfer. Ja, genau, damit haben wir die drei Grundeinheitentypen schon mal zusammen. Ja, natürlich müssen wir jetzt mit Dorcas hier den Typen oben angreifen, was ich eigentlich nicht vorhatte. Aber wir kriegen natürlich gleich was. Ja klar, also das war jetzt eindeutig gescriptet. Okay, das ist dann schon wieder okay, weil so kriegen wir den East Axt. Gut. Gut, wir nennen den nicht. Das ja nicht, weil er ja nur 86%ige Trefferchance hat. Ist logisch. Die Sache ist die, wenn ich ihn jetzt nicht angreife, hat er nächste Runde immer noch die Chance, wie die 4 KP zu bisschen Schaden zu machen. Das heißt, es ist besser, ich töte ihn jetzt, wo ich die Chance dazu habe. Und unser Waffenlevel wurde erhöht. Das heißt, wir treffen jetzt besser mit der Waffe und können höhere Waffen verwenden. Okay. Ah, okay. Versuch macht klug. Und vielleicht hilft das Level ein bisschen. Ja, Geschick und Glück. Immerhin etwas. Genau, und hier auf Ende. Und das ist nochmal so einer wieder davor, aber wir kritten ihn tot. Krit ist ein übrigens dreifacher Schaden. Ja, und da kriegen wir ordentlich auf die Fresse. Aber Sane kann jetzt durch die erhöhte Geschwindigkeit zweimal angreifen. Nein! Und sie dürfen noch nicht durch die Wand kommen. Und ja, ach, so gefällt mir das, so kann das immer laufen. Genau. Worauf wartet ihr denn noch? Es ist nur ein Kind, ein Mädchen. Ich brauche mehr Männer hier oben, sofort. Genau, jetzt kommt hier natürlich die Verstärkung rein. Ich werde das Kapitel an dieser Stelle unterbrechen und wir sehen uns im nächsten Part.